Und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch mal einen abgewandten Klassiker zeigen. Ich bin ja ein bekennender Fan von Marmorkuchen. Den gibt es ja schon ewig, den kennt eigentlich jeder und dieser Kuchen ist nichts Besonderes, aber er ist trotzdem auf keinen Fall irgendwie langweilig. Man kann diesen Marmorkuchen super abwandeln, da gibt es ganz, ganz viele Varianten und heute möchte ich euch eine Variante zeigen mit Pflaumen. Da werden eben frische Pflaumen und auch Pflaumenmus mit in den Teig gegeben. Seid gespannt, dieser Kuchen ist wirklich total lecker. Und die heutige spanische Vokabel ist das Wort für Pflaumenmus, nenne ich euch dann wieder bei den Zutaten. Und nochmal eine andere Variante von Marmorkuchen ist der Marmorkuchen mit Eierlikör. Den verlinke ich euch da oben mal. Schaut mal, der ist auch super lecker. Vielleicht möchtet ihr den einmal nachbacken. Dann geht's jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ich würde mich halt wie immer freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlasst. Wir benötigen folgende Zutaten: 250 Gramm Butter oder Margarine. Ich nehme Margarine, das reicht vollkommen aus. 200 Gramm Zucker, 350 Gramm Mehl und 2 Teelöffel Backpulver, 4 Eier, 200 Milliliter Schlagsahne, 2 Esslöffel gesiebten Backkakao, 4 Esslöffel Pflaumenmus, das ist unsere heutige spanische Vokabel. Das Pflaumenmus heißt La Compota de Ciruelas. Ihr könnt gekauftes Pflaumenmus benutzen oder eben selbstgekochtes. Ich koche mir immer gerne Pflaumenmus in der Pflaumenzeit und nehme jetzt selbstgekochtes Pflaumenmus, aber da könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Und dann noch 2 Pflaumen und später zum Verzieren etwas Puderzucker und etwas Zitronensaft, entweder von einer frischen Zitrone oder hier aus so einem Fläschchen. Und ich werde dann noch violette Lebensmittelfarbe nehmen, um den Puderzuckerguss einzufärben. Das ist aber optional, das ist einfach für die Optik, müsst ihr nicht machen. Und gebacken wird das Ganze in einer Kastenform, 30 cm Länge bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene. Ich habe jetzt zuallererst die 2 Pflaumen in kleine Stücke geschnitten und die stelle ich jetzt erstmal auf die Seite. Dann habe ich mir jetzt schon die Margarine in eine Rührschüssel getan. Dann gebe ich jetzt den Zucker und die Eier dazu und das Ganze schlage ich dann jetzt gut miteinander auf. Die Masse habe ich jetzt 5 Minuten aufgeschlagen. Jetzt gebe ich hier mein Backpulver zum Mehl, rühre das etwas unter. Und dann gebe ich das Mehl im Wechsel mit der Schlagsahne hier zu dieser Butterzucker-Einmischung und rühre das Ganze auch eben kurz unter. So, dann ist der Teig erst einmal fertig. Und dann habe ich hier eine zweite Rührschüssel. Und da gebe ich jetzt die Hälfte von dem Teig rein, weil wir müssen den Teig ja jetzt teilen in einen dunklen und einen hellen Teig. Zu dem hellen Teig, na, ist noch nicht ganz die Hälfte, kann noch ein bisschen. Wenn man es abwiegen würde, dann hätte man natürlich die ganz genaue Menge. So, zu dem hellen Teig gebe ich jetzt die Pflaumenstückchen und hebe die unter. Das mache ich dann mit dem Teigschaber. Und zu der anderen Hälfte gebe ich dann jetzt das gesiebte Backpulver und das Pflaumenmus und rühre das dann auch eben unter. Und dann ist der Teig auch schon fertig. Ich habe mir jetzt hier schon meine Kastenform vorbereitet. Da habe ich ein Backpapier eingelegt, dass sich der Kuchen später besser aus der Form löst. Und den Backofen habe ich jetzt auch schon vorgeheizt, eingeschaltet. Der heizt jetzt vor. Und jetzt werde ich im Wechsel
mit einem Esslöffel jeweils von dem dunklen und von dem hellen Teig in die Kastenform geben. Und zum Schluss ziehe ich dann da mit einer Gabel nochmal spiralförmig durch. Der Backofen hat jetzt auch seine Temperatur erreicht und da schiebe ich jetzt die Kastenform auf die mittlere Schiene. Der Kuchen war jetzt für 60 Minuten im Backofen. Ich habe ihn die letzten 10 Minuten mit einer Alufolie abgedeckt, damit er oben nicht zu dunkel wird. Und dann habe ich ihn nochmal 10 Minuten im ausgeschalteten Backofen stehen lassen. Jetzt habe ich mir zweimal einen Guss angerührt. Mit Puderzucker und Zitronensaft, einmal einen ganz normalen und dann bei dem anderen habe ich diese violettfarbene Lebensmittelfarbe mit dazu getan und jetzt werde ich dann von dem Guss auf den Kuchen geben, damit wir da ein schönes Dekor haben. Ich lasse den Kuchen jetzt vollständig auskühlen, die Puderzuckerglasur hart werden und dann werde ich den Kuchen anschneiden und euch zeigen, wie das Ganze von innen ausschaut. Und da bin ich schon richtig gespannt drauf. Bis später! Der Kuchen ist jetzt vollständig ausgekühlt, sodass ich ihn anschneiden konnte. Und wir haben jetzt hier den klassischen Marmorkuchen, aber mit Pflaumenstückchen drin und Pflaumenmus in dem Schokoladenteil. Und dazu serviere ich dann noch von dem Pflaumenkompott, was ich noch habe. Das ist immer noch mal eine zusätzliche fruchtige Komponente. Probiert das Rezept unbedingt aus. Guten Appetit! Das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und tschüss bis zum nächsten Mal.